Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video, liebe Freunde, werden wir zusammen mit dem lieben Skara Jo, moin moin. mal ein wenig über den neuen UEFA Euro 2020 TM Cup in Fortnite sprechen und auch über einige Besonderheiten bezüglich zwei neuer Ikonen-Skins, dazu aber dann später mehr. Erstmal werden wir ein bisschen über den Cup hier reden, der by the way in 7 Tagen stattfinden wird und dieser ist in 2 verschiedene Abschnitte unterteilt. Für den Teil 1 oder für den Abschnitt 1 besser gesagt, ja, braucht man jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Voraussetzung. Das bedeutet, da kann dann quasi am 16.06.2021, darum, wenn der Cup dann stattfindet quasi, zwischen 18 und 21 Uhr eigentlich jeder mitspielen und sich die Preise und Belohnungen, wo wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen werden, abholen. Ja, der 17.06. jedoch ist dann der Abschnitt Nummer 2 und dafür muss man sich qualifizieren. Da geht es nämlich dann auch um richtig Money. Top 5 gibt ein Taui, Top 4 1.500, Top 3 2.500, Top 2 5.000 und Top 1 einfach $10.000. Na, dafür muss man sich dann qualifizieren. Ich weiß nicht, Skara, du hattest was mit 1000 Spielern gesagt. Weißt du das offiziell? Ja, das steht auf der Vorderseite. Da steht 1000, die 1000 besten Spieler jeder Region rücken in Runde, von der Runde 1 auf 2 weiter. Also quasi jede Serverregion, wie zum Beispiel Europa nicht, oder andere. Nicht jede. Also Osten, Asien, Ozeanien sind die besten 500 Spieler. Und also der Rest ist immer die 1000, best 1000. Ja, aber, und das muss man wiederum sagen, ist es halt, es gibt ja verschiedene Serverregionen. Das heißt, genau, auf jeder Serverregion. Region gibt es halt diesen Preispool, so gesehen. Genau, es gibt einige Infos, auch seit paar oder den, ja, seit kurzem eigentlich. Ich sag deswegen seit kurzem, weil es, glaube ich, die Info in-game eher gab als in dem ganzen Statusbericht Newsletter von Fortnite. Ja, wie gesagt, da gibt es einige Infos, auch zu den beiden Skins. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau, also zu den Icon-Skins. So, dann nochmal ganz kurz zu den Belohnungen von dem Abschnitt Nummer 1. Hier gibt's, ja, und deswegen hatte ich auch vor uns eigentlich so mit einer Leichtigkeit gesagt, Sachen zum Abholen, denn Real Talk, 10 und 20 Punkte, ich denke, das sollte man schon schaffen. Das ist wirklich echt nicht schwierig. Bei 10 Punkten gibt's einen ungewöhnlichen, also einen grünen Emote namens Champion. Emote ist ein Wurf-Emote, wie zum Beispiel hier das Herze oder der Lolle-Mode, je nachdem, genau. Und dann gibt es auch einen Spray, das ist der sogenannte Seitfalzier-Spray und der ist ebenfalls grün. Genau, den gibt es dann bei 20 Punkten. Und ebenfalls, wenn du 20 hast, natürlich logischerweise dann auch die Emotion noch, also quasi den kleinen Emote. Ist eine geile Sache. Ich, wie gesagt, würde es echt geil finden. Oder hätte es extrem geil gefunden, wenn man sich vielleicht zu einem Ikonen-Skin irgendwie hätte noch freischalten können durch den Cup. Irgendwie, ne? Aber ist wie es ist, ist nicht schlimm. Ja, kann man trotzdem auf jeden Fall mitnehmen, die beiden Sachen. Und in einem Geschenkengau schaut man ja nicht ins Mäulchen. Und wenn man natürlich gut genug ist, kann man sich dann auch noch hierfür qualifizieren, für den Abschnitt 2. Und da kann man sich dann eben mit dem Geld, denke ich, auch die Skins kaufen, aber wie gesagt, ja, das ist, also ich brauche da gar nicht drüber reden, ich werde das eh nicht schaffen, ich versuche die 20 Punkte zu schaffen, vielleicht noch ein wenig mehr und dann schauen wir mal. Also ich werde auf jeden Fall, versuchen werde ich es, aber naja, ne? Ohne jetzt hier irgendwie wenig Optimismus zu haben, ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden. Skara, was denkst du, wie weit du kommen wirst? Ich denke, wir werden ungefähr so im 150er-Bereich oben taumeln, denke ich. Also weil, von, wenn die, ja? Also die besten 1000 Spieler, oh, vielleicht Platz 10.000, 15.000 oder noch weiter hinten. Ja, das Ding ist, ich denke wirklich, dass die Besten echt viele Punkte haben werden, dadurch, dass man halt, und das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, wirklich gut viele Punkte bekommen kann. Zum Beispiel gibt es bei, wo haben wir es? Genau hier. Nee, das ist nicht hier. Das war dann, nee, das ist erst bei den anderen, bei dem Cash Cup. Okay, bei dem, wo, also Cash Cup, bei dem hier, wo es um Geld geht, gibt es mehr Punkte an sich insgesamt. Fällt mir gerade auf. Ah, so ist es wirklich. Du bekommst hier. Hey, warte mal kurz. Hä? Lol. Weißt du, was mir gerade auffällt? Nee. Deswegen verwirrt mich das gerade. Ich habe das ja vorhin schon mal angeguckt, hier alles. Das Ding ist ja gestanden vor und dort, dass du bei 29 und 34, also top, dass du da 3 Punkte bekommst und nicht nur ein. Ist ja egal an sich, aber, ne? Aber was extrem geil ist, du bekommst bei dem Cash, ist auch Wurst, du bekommst hier
3 Punkte pro Eliminierung und du bekommst bei dem anderen hier bekommst du 2 für einen Kill. Und das ist halt echt schon saftig, ne? Wenn du da richtig auf Kills gehst, guck mal, 3 Punkte pro Kill. Also campen wird dadurch ein bisschen, na, verschwierigt. Also verschwierigt nicht im hundertprozentigen, sondern im Endeffekt viel erreichen mit campen. Das wird halt dann ein bisschen kritisch. Aber wie gesagt, wir werden es angehen. Wir werden den Cup Abschnitt 1 auf jeden Fall streamen am Mittwoch. Ja, also Mittwoch nächste Woche ist der Abschnitt 1. Den werden wir streamen. Und ja, ich denke, so ein bisschen eher als 18 Uhr wird es losgehen. Dann zweiten wir rein. Alles Weitere dazu klären wir noch die Tage. Und ja, also wenn ich es schaffe, aber ich schaffe es eh nicht. Also wenn, dann streamen wir den auch. Aber ja. Alles klar. Das wäre halt wirklich anders krass, ne? Also Top 1000, nee, das ist fast nicht möglich. Guck mal, wir haben ja bei den anderen Cups schon die Skins gekriegt. Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, wir gehen es an und ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Finde ich geil. Props auf alle Fälle an Epic Games. Und ich finde es prinzipiell geil. Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Das ist einfach so ein, ja, Cup auch zur Fußball-EM 2021 gibt. Ich finde das irgendwie, das ist was Geiles. Klar, es gibt jetzt nichts Spezifisches. Klar, vielleicht die Emotes haben vielleicht was mit der EM zu tun. Oh, das kann schon sein. Na? Weil ich weiß halt nicht, weil. Und da kommen wir jetzt auch gleich noch zum anderen Thema, was wir heute sprechen wollten. Die Fußballskins, die Icon-Skins, die reinkommen. Das wird, by the way, einmal der liebe Marco Reus sein. Na, kennt er, denke ich, alle. Und auch der liebe Harry Kane aus dem engländischen Team. Marco Reus Deutschland, wisst ihr ja, ne, glaube ich. Ha. Und da gibt es auch ein Backbling dazu. Bei Marco Reus ist da so eine Tasche mit so einem goldenen Ball. Und bei dem Harry gibt es da so einen, wie so eine Art, ja, Blitz, so eine große Energiekugel. Sieht es ein bisschen aus. Ich kann es leider jetzt hier nicht zeigen. Es tut mir leid, aber ihr wisst ja, denke ich, ja. Ihr werdet es, denke ich, im Thumbnail sehen können. Genau. Das Rückenaccessoire von Marco heißt, by the way, Markiho, Kino und vom Harry heißt Hurricane. Hurricane. Ah, Moin. jetzt weiß ich, wieso das Hurricane heißt, weil das ist ein Hurricane, also so ein Wirbelsturm. Also, der Man Emote. braucht. Ich gucke gerade noch mal ganz kurz die ganze Thematik durch. Warte mal, hier steht noch irgendwas von 50.000. Ah, ne, das sind insgesamt 50.000, genau. Und wie gesagt, man braucht mindestens Konto Level 30, das ist klar, um generell hier mitmachen zu können. Das ist so eine kleine Voraussetzung. Also Level 30 einfach in der Season werden, das ist eigentlich jetzt nicht. Huxkara hat es vorgemacht, perfekt. Und man braucht 2FA-Authentifizierung, ne? Alles klar. Ne, ich bin gespannt. Stopp, stopp, stopp. Du irrst dich. Das ist nicht Konto, das ist nicht Level 30, sondern Konto Level 30. Das Was ist ja findest das, du, das wenn ist ja du das, Gara, das das? ist ja das. Nee, das ist das, wenn du auf Karriere umgehst, dann siehst du das Kontolevel von deinem Das weiß ich Account. schon, das weiß ich schon. Das weiß ich Okay, ich schon. wusste nicht. Aber ich meine Okay. jetzt generell Level 30 insgesamt. Du kannst ja auch in dieser Season anfangen, weißt du, was ich meine? Ja, klar, natürlich. Das Okay, ist dann eigentlich nicht so okay. schwierig heutzutage. Damals war Konto Level 30 schwierig. In alten Nee, Zeiten, 20. aber. Also, Nee, alles cool. naja, jetzt nicht. Genau. Und by the way, das hatte ich auch noch nicht gesagt. Zu den beiden Skins. Die werden am 12. Juni in den Shop kommen, in so einem Bundle. Also du kannst die einmal im Bundle kaufen und auch du kannst sie auch einzeln kaufen, die Skins. Das wird dann 2 Uhr nachts sein, klarerweise, wenn sich dann der Shop aktualisiert. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, was es nicht schlimm ist, vielleicht kommt es noch, aber, na, dass es in-game jetzt leider keine Bilder gibt, sonst könnte ich da schon ein bisschen was einfügen. Na, wir nehmen die Infos, das hatte ich auch gerade schon vorhin schon gesagt, alle von diesem offiziellen, na, offiziellen Aussagen, Anhang, wie man sagen möchte, von Fortnite. Dadurch ist es alles real, was wir hier sagen. Auch zum Thema Skins, ne? Und, Ich denke mal, die ja. Preise sind noch nicht bekannt, Na, oder? Für die ist. beiden Skins, oder? Für die Preise. Ich denke mal, 1,5K pro Skin. Wenn die im Bundle sind, vielleicht. Kein Plan. Haben wir hier ein Beispiel, was wir gut nehmen können, vielleicht mal dazu, mit 2 Skins in einem Bundle? Oder meinst du, das ist so ein, ja, so ein 10-Euro-Bundle zusammen? Nein, das weißt du nicht. Ich denke nicht, dass es Geld kosten wird. Ich denke vielleicht im so zwei. Ich denke, dass du da 500 V-Bucks sparen kannst, wenn du die zusammen kaufst. Denke ich jetzt Na, mal. okay. Ja. Okay. Ja, ihr seht auch ein bisschen was auf dem Thumbnail noch von den ganzen Sachen. Ist ein bisschen doof. Auf PS4 kann man es leider nicht richtig einblenden. Deswegen, ja. Müssen da ein bisschen drauf hinweisen. Alles klar. Skara, hast du noch irgendwas zu erwähnen? Oh, Was noch? nö, eigentlich nicht. Also ich freue mich auf die EM in-game und auch auf die EM Auf im Real jeden Life. Fall. Am 25. ist, glaube ich, das erste Spiel, oder nicht? Bin ich da. Falsch. Ich bin ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Ich Also, weiß nicht. ich weiß nur, dass unser erstes Spiel gegen Frankreich jetzt gegen den Weltmeister. Ja, moin, Cheater. Ich bin mal gespannt. Was denkst du, wer gewinnt? EM? Kurzer Leak? Ich sag ganz ehrlich, wir fliegen in der Gruppe raus. Portugal war damals 2016. Portugal ist Europameister, sind Titelverteidiger. 16 waren die, ne? Wie 16? 2016. Achso, EM. Ja, EM, Glaube ich, ja. 2016 haben sie die EM gewonnen und Weltmeister ist Frankreich gewesen, 2018.
2018 Frankreich, 2014 Und wir. Der Gang einfach wir legendär, spielen ja das Game. gegen beide in der Gruppe, das ist ja das Problem darin. Naja, Ich gebe naja. meinen Tipp. Ich gebe meinen Tipp irgendwie auf England ab. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Klar, ich wäre für Deutschland sein auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, England, ich weiß nicht. Der guckt mich gerade so an auf dem Fortnite-Teaser-Ding hier. Auf dem Du zur Bild. Info, du irrst dich. Da sagt mir Deutschland so, spielt. ihr gewinnt das Ding. Was? Du irrst dich. Deutschland spielt am 15.06. jetzt gegen Frankreich, also in 6 Tagen. Also einen Tag, bevor das Turnier Endgame rauskommt. Hm? Also ich denke, die EM wird England holen. Bin immer gespannt. Wenn das stimmt, ne? Da gar ja moin. Perfekt. Und die werden das Finale 2 zu 1 gewinnen. Gegen Deutschland oder was? Gegen. Das Wir kann kommen ich einfach sehen. komplett von unserem Thema, was wir im Video besprechen wollten, ab. Aber sei egal. Für Nein, die es ist Watch die EM. Es geht um die EM. Time. Ja, Da das müssen stimmt wir. schon. Ja. Ja, jetzt wirklich gegen Deutschland. Das könnte schon sein. Irgendwie Ja, muss Fortnite das doch okay. wissen. Warum die einen deutschen Skin und. Ne? Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was du sagst. Also ich sag, Marco Deutschland Reus mit spielt in dem der Vorrunde Doppelpack raus. und Harry Kane mit dem 1-artige. Junge, wenn Okay. das stimmt, ne? Fortnite einfach alles geleakt. Alles klar, Leute. Wir haben, denke ich, alles geklärt. Wenn es Fragen gibt noch dazu, könnt ihr gerne natürlich, wie gesagt, die Kommentare zu nutzen. Ihr könnt auch mal spekulieren, wer vielleicht die EM gewinnt. Das wäre was Interessantes. Und bei Ergänzungen, Verbesserungsvorschlägen zu Videos und Streams und allem, was dazugehört, gerne die Kommentare. Jederzeit im Livestream-Chat. Wir werden dann auch, by the way, nach Upload des Videos gleich live gehen. Und auch gerne Instagram und alle anderen Social-Media-Kanäle, die ihr auch gerne abchecken könnt, by the way. Auch den lieben Skara, seinem Creator-Code könnt ihr gerne reinhämmern in den Item-Shop. Ganz kurze Werbung. Ja. Der Dankeschön. benötigt nämlich ein paar Unterstützer. Skara-YouTube ist der Code. Und wie Minus gesagt, Y, na, ist nicht meiner, genau, das von Minus Skara, Y, der ist ja. echt ein guter Kerl, nur ein kleiner Boss, das sage ich jetzt auch nicht nur fürs Video. Das ist einfach wirklich der Wahrheit. Alles klar. Ja, alle Links zu den Kanälen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich ja, habe euch auch den Link zum Basti, meinem Bruder, reingehauen. Ebenfalls auch zum Real-Life-Kanal, unserem Zweitkanal oder auch Schafkanal, wie man es halt sagen möchte. Ja. Und die Channels findet ihr auch auf meinem Kanal unter Kanäle, alle aufgelistet, für diejenigen, die es interessieren sollte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video oder Stream. Wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich danke Skara ganz herzlich fürs Mitmachen. Na, wenn es Dankeschön, dass was ich dabei gibt. sein durfte. Na, auf jeden Fall, mein Guter. Damals, was war das für ein Video zu dem. Ach, wegen der Waffe, wegen dieser neue, diese Elektropaket. Elektroschwer, genau. Einfach 3000 Aufrufe gemacht, da ist gar da. Wenn das jetzt Das über ist 1000 ja Klicks macht, das Video, ich Retalk. Dann hier das Video mit dir aufnehmen. Alles klar, wie gesagt, ne, bleibt gesund. Viel Erfolg euch bei allem, was ihr euch vorgenommen habt. Schule, Homeschooling, Präsenzunterricht, alles drum und dran, Arbeit, was alt ist. Na, die Tage, was ansteht. Die, die frei haben, genießt die Zeit. Und wirklich ein dickes Dankeschön fürs Zuschauen. Und ihr könnt auch gerne natürlich, klarerweise, auf den Channels, die ich gesagt habe, Abo, Like mit Glöckchen da lassen. Auch gerne auf dem Hauptkanal. Und wie gesagt, gerne, wenn es was gibt, die Kommentare zu nutzen. Hatte ich jetzt schon dreimal gesagt. Wenn es was gibt, auch weiterhin zu dem Thema, halte ich euch natürlich immer auf dem Laufenden. In Videos plus Livestreams. Und wir hören uns dann das nächste Mal in alter Frische. Und hoffentlich schöner Gesundheit wieder. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Und Digga, diese Kuh einfach, dieser Kuh-Scan. Och, Maschallah. Das ist wirklich einfach bei mir. Alles klar, macht's gut, ihr haut rein und ciao.